Ich mache einfach einen Schnitt, habe ich mich dazu entschieden, so. Angriff. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Wir machen das anders, wir machen das anders. Wir machen das anders. Ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass ich die Tutorials, die Kampftutorials mache. Ja. Oder ob ihr vielleicht zum Beispiel die Bewegung nicht sehen möchtet, sondern hier die Eiche, also die mache ich auf jeden Fall, denke ich. Und Spezialaktion würde ich auch machen. Also, ob ich das alles machen soll oder nur die beiden Arten, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich richte mich danach, dann nach euch. Weil ich habe ja gesagt, ich möchte alles im Spiel machen und sehen und erleben, aber ich weiß, ob das jetzt hier relevant ist. Also, ich meine, ich mache es ja eh in den Kämpfen. Auch wenn ich es teilweise unfreiwillig und zufällig mache, aber ich mache es. Gut gespielt, mein Freund. Danke, danke, so bin ich. So. Ich achte das nicht als so wichtig jetzt. Das mit den Bewegungen, keine Ahnung. Claudia? Oh, da war es mit Bilanzen. Ich bin immer zu langsam. Die Bilanzen von Monteriggioni anzusehen, okay. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Ah. Ui, okay, gut. Veränderung 1%. Ja. Also wir können nämlich Geld einnehmen und mit diesem Geld können wir dann Rüstung, Waffen, was weiß ich kaufen. Also das Geld, was Monteriggioni einnimmt, kriegen quasi wir. So, also alle 20 Minuten bekommen wir 125 Florin durch Geschäfte, durch Sammlung 14, durch Ausrüstung 18. Macht 157 Florin alle 20 Minuten. Ja. Genau. Gut. Habe ich es richtig verstanden? Ja, ich denke. Okay, okay. Ah, okay, da kommen auch die Federn ins Spiel. Okay, also Codex-Seiten, Federn, Modelle, Siegel, Gemälde und Porträts von Ezio. Ja, von Ezios Zielen. Okay. Das gibt auch nochmal extra Kohle. Die Villa erzeugt zurzeit Einnahmen von 157 Florin, die alle 20 Minuten der Truhe hinzugefügt werden. Maximale Kapazität 630. X drücken, um Geld aus den Stadteinnahmen zu nehmen. Gut, haben wir keins. Ja, alles klar. Ich weiß, das war eine sehr kurze, banale Erklärung, aber ja, ja, ihr wisst ja, denke ich mal, um was es geht. Claudia verwahrt die Einnahmen der Villa in der Truhe neben ihr. Ezio kann sie regelmäßig Geld aus der Truhe herausnehmen. Genau. Mich mit dem Architekten der Villa sprechen. Ah, cool, ist er ja schon. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt.
Wollen wir uns das einmal ansehen? Ja. Okay. Gut, wir haben Kunsthändler. Also je nachdem, wie viel Geld wir ausgegeben haben, um den zu reparieren oder renovieren vielmehr, bekommen wir in Zukunft dann einen Rabatt. Das würde bedeuten, ich würde jetzt alle Gebäude erstmal zu renovieren und dann später von den jeweiligen Rabatten profitieren. Das bedeutet zum Beispiel beim Kunsthändler, ich würde erst die 14.000 Florin komplett bezahlen, bis es komplett renoviert ist und dann die 15% Rabatt in Anspruch nehmen, um die ganzen Gemälde zu kaufen, um dadurch weitere Gewinne zu generieren, quasi. Ja. Genau, Bank, dadurch steigert, es wird einfach der Wert der Stadt gesteigert. Beim Schmied, gut, Schmied ist klar. Waffen, Rüstung etc. Arzt, also man zielt ja auch alle möglichen Gegenstände zu sammeln und zu erwerben, käuflich. Ja, Schneider ist klar, gibt neue Kleidung. Bordell, gut, da wird durch diese Geschäfte wird einfach nur der Wert der Stadt gesteigert. Davon habe ich jetzt so direkt keinen Nutzen. Aber da ich, wenn der Wert der Stadt gesteigert wird, bekomme ich mehr Geld. So. Ich kann schon was renovieren. Ich würde jetzt erstmal hingehen, weil ich eh erstmal nichts kaufen möchte hier. Würde erstmal, wir haben 10.000 zur Verfügung. Das heißt, ich mache 3.000, 3.000, 4.000. Dann fange ich mit dem Brunnen an, damit die Leute gutes, gereinigtes Wasser haben. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keine Scheiße. Gut, zur Not kann ich einfach Leute beklauen, ist auch egal. Gut, Diebesgilde, die Militärkaserne, komm, damit wir eine gute Verteidigung haben. Ist natürlich gerade totaler Käse, was ich hier erzähle, aber... Also mit der Verteidigung und so, aber ich will mir das ein bisschen schön reden. Oh, das Bordell ist ganz wichtig. Habt ihr ja vorhin gehört, er hat ja angesprochen, dass er halt jetzt auch Huren in Anspruch nehmen möchte. Gut. Cool. Mit Hilfe des Architekten können die Gebäude in Monteriggioni renoviert werden. Dadurch steigen die Einnahmen der Villa. So, jetzt gehen wir nämlich nochmal zurück zu der Claudia und sehen nämlich einen Unterschied. Wenn ich mit ihr sprechen könnte. Da. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja, bitte. Das ist ein verdammt großes Buch. Und ihr seht, es ist beträchtlich gestiegen. Es ist beträchtlich gestiegen. Es ist richtig gestiegen, also ja, fast das Zehnfache. Fast das Zehnfache. Ja gut, hat sich gelohnt. Wie ist denn jetzt die Kapazität der Truhe? Ah, 4630. Also ich quasi alle 80 Minuten, ja, alle 80 Minuten herkommen muss. Bis gut. Bald, Ezio. Okay. Gut, dann gehen wir zu Mario. Ah, ich finde das natürlich richtig cool, ne? Das war bitte 1 natürlich nicht. Entschlüssel Kurigzeit werden hier aufbewahrt und an die Wand aufgehängt. Ja, gut. Matt Gibbet. Ezio, mein Junge. Ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Ja. Ich folge dir einfach mal auffällig. Oha. Sieht sehr schön aus. Oh ja. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun.
Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den sechs. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Ja, es ist auf jeden Fall unser Ziel, mehr Glück zu haben. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Danke. Danke, dass du mir das nochmal unter die Nase reibst, Rebecca. Ich fand dich bisher sehr sympathisch, aber... Gut, wir schauen uns gerade mal die Statuen hier an. Kulan Gal. Um mal ganz grob das auszusprechen. Was haben wir hier? Darius, das ist einfach. Darius ist der hier. Kulan Gal ist der hier. Oh, ein Bogenschütze. Sieht aus wie Indianer. Kann das sein? Der Darius ist eher so ein... Keine Ahnung. Wayu. Das könnte ein Chinese sein. Könnte. Altairs Rüstung liegt hinter einem Gitter. Es geht ja von sechs... Ja. Also, das sind diese Gräber, die ich anfangs des Spiels schon erwähnt habe, wo der Rage-Modus bei mir aktiviert werden wird. Amunet. Könnte was Ägyptisches sein. Oh, ich bin so bescheuert, echt. Auf diesem Podest steht die Statue von Amunet, der Assassinin aus Ägypten. Sie tötete Kleopatra mit einer Schlange. Sieht aus, als würde an diesem Podest etwas fehlen. Ja. Gut. Also, einfach mal Dreieck drücken. Auf diesem Podest steht die Statue von Iltani, der Assassinin aus Babylon. Sie vergiftete Alexander den Großen. Sieht aus, als würde an diesem Podest etwas fehlen. Attraktive Frau anscheinend. Was haben wir hier? Leonius. Auf diesem Podest steht die Statue von Leonius, dem Assassinen aus Rom. Er erstach Caligula mit einem Dolch. Sieht aus, als würde an diesem Podest etwas fehlen. Dann gehen wir nochmal ganz geschwind zu den anderen zurück und drücken die Dreiecktaste. Auf diesem Podest steht die Statue von Wayu, dem Assassinen aus China. Mit einem Speer tötete er den ersten chinesischen Kaiser, Qin Shi Huang. Sieht aus, als würde an diesem Podest etwas fehlen. So, Darius. Auf diesem Podest steht die Statue von Darius, dem Assassinen aus Persien. Mit der versteckten Klinge tötete er Xerxes, der erste dokumentierte Einsatz dieser Waffe. Sieht aus, als würde auf diesem Podest etwas fehlen. Und jetzt haben wir hier noch... Auf diesem Podest steht die Statue von Kulan Gal, dem Assassinen aus der Mongolei. Okay, kein Indianer, sorry. Mit Pfeil und Bogen hat er Genghis Khans Pferd erschossen. Warum macht er sowas? Das arme Pferd. Gut, alles klar. Also Mongole und kein Indianer. Alle zu sehr mit indianischer Abstammung werden mich jetzt hassen. Und umgekehrt. So, okay. Also es wird ein langes Let's Play, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das erste toppen wird von der Partanzahl. Beim ersten Mal halt die Parts noch teilweise ziemlich kurz. Könnte passieren. Also, wenn ich sehe, was wir alles machen müssen noch. Ja, müssen ist das falsche Wort. Es geht eher ums Wollen. Wir wollen das ja machen. Weil es einfach ein Gedicht wird, wenn wir das alles am Ende gemacht haben. Wie gesagt, mit den Kämpfen bitte kommentieren. Habe ich bereits erwähnt. Falls wir dieses komische Knacken im Hintergrund gibt, das ist wieder das Kabel. Das ist wieder so ein bisschen komisch. Okay. Das ist kein schöner Himmel. Ach, brauche ich nicht. Ich komme so ganz gut zurecht. Ich werde die Schmiede erst dann renovieren, wenn ich den Verdacht habe, dass ich neue Waffen oder Rüstungen brauchen könnte. Das denke ich aber erstmal noch nicht der Fall. Aber wird man dann sehen. Ich komme mal kurz in die Karte. Ich runter und dann rechts. Also ja, auf der Karte links, aber ich muss ja dann aus meiner Sicht rechts. Ja. Nicht, dass die Leute denken, ich könnte rechts von links unterscheiden. Das kann ich sehr wohl. So. Adiamo! Okay. Ja. Was ist denn das hier? Warte mal kurz, Pferdchen. Ich muss mal kurz weg. Nein! Pferdchen! So. Okay, es geht nicht. Was machst du denn da? Sieht auf jeden Fall cool aus, also.
Okay, hast dich beruhigt. Alles klar, gut. Na gut. Ich weiß nicht, wie ich das definieren soll, was das Pferd gerade da getan hat. Nach Florenz reisen, ja. Wir werden jetzt den Leonardo da Vinci besuchen, denke ich. Also wir haben eigentlich zwei Ziele, Leonardo besuchen, damit er die Codex-Seiten entschlüsseln kann. Und wir müssen den Francesco de Pazzi besuchen. Und ihn dann halt töten. Ja. So. Grob gesagt. Hoi hoi. Was hat das Vetter gerade gemacht? Es sah aus wie eine Mischung aus einem Tanz und weiß nicht, irgendwas anderem, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall recht amüsant, doch. Die Ladezahlen sind auch sehr amüsant. Apropos digitaler Inhalt. Ich spiele momentan die Batman Telltale Story. Die sehr, sehr cool ist. Also die Story gefällt mir wirklich super. Also ich finde die Story besser als die Story vom Dark Knight. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist eine Stelle, wo das Spiel einfach immer abstürzt. Jedes Mal. Und ich habe ja keine Disc, wo ich irgendwie mal gucken konnte, ob da Kratzer sind oder so. Weil es ist ja digital. Und deswegen hasse ich digitale Inhalte. Das ist einfach... Ich kann das Spiel einfach nicht fertig machen. Was ich machen könnte, wäre vielleicht die Spieldaten nochmal deinstallieren, neu installieren, keine Ahnung. Das werde ich auch wahrscheinlich probieren, weil es nervt. Echt, also. Ich würde das Spiel schon gern beenden. Erstens, weil es tolle Trophäen bietet und zweitens, weil einfach die Story total geil ist. Hallo? Ich habe jedes Mal Schiss, dass das Spiel abstürzt, ne? Also nicht, dass Discs jetzt grundsätzlich von Bugs befreit sind. Also das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, bei digitalen Inhalten ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher, dass so irgendwas passiert. Und die Ladezeiten, habe ich ja schon mal erwähnt, eingangs, sind eh einfach, wie ihr seht, ewig lang. Oder ich müsste einfach während der Ladezeiten die Klappe halten und müsste einfach die Ladezeiten quasi rausschneiden. Das werde ich eventuell auch überdenken. Weil das ist echt krass. Gut, ich denke mal, Florenz wird jetzt wahrscheinlich noch neu aufgebaut werden. Vom Animus. Vielleicht dauert das deswegen so lang. Naja, ich schneide ab jetzt. Bis gleich, bis es kommt, einfach raus. Bis gleich. Okay, mein Verdacht hat sich bestätigt. Es lag wirklich daran, dass Florenz nur aufgebaut wird. Boah, es dauert ja ewig. Ich weiß nicht, oder liegt es an der Playstation? Das glaube ich aber nicht. Also bei Black Flag und bei Teil 3 hat sich auch alles viel schneller aufgebaut. Hallo. Geht doch. So mit dem Spiel sprechen. Boah. Starker Tobak, echt. Republik Florenz, 1478. Das ist ein paar Jährchen vergangen. So, wir gehen jetzt zum Leonardo. Aufmachen, Drogenfahndung. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu... Das Spiel ist irgendwie verbuggt, ich weiß auch nicht. Es tut mir echt voll leid für euch. Ich hoffe, dass die Bugs nicht überhand nehmen. Das ist echt nicht schön. Also ist der Leonardo jetzt verschwunden? Ich kann nicht mit ihm sprechen. Sehe ich das richtig? Aber wir können aber jetzt hier uns frei bewegen in seinem Palazzo. Ist das ein Palazzo? Ich weiß nicht, ob das ein Palazzo ist. Oh. Oder ist der jetzt rausgegangen? Ich muss ihm folgen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was?
Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat. Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Verschiedene Attentatstechniken üben, während Leonardo über den Codex-Seiten brütet. Worten Taten folgen lassen. Ja, ich hoffe, wie gesagt, wirklich, dass das mit den kleinen... ich weiß nicht, ob es Bugs sind, das nicht überhand nimmt. Jedenfalls werde ich jetzt, bevor ich die Attentatstechnik im Hof übe, den Part beenden. Ein Gesundheitsquadrat gewonnen, das ist schön. Ja, wenn man 4 Codex-Seiten entschlüsseln lässt, erhält man ein Quadrat. Genau, so war das. Also, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!